Ja, hallo. Wir haben hier einen Gerrocord 6131. Der tut übrigens bei mir nur noch als Zuspieler funktionieren. Ja, das ist das berühmte Laufwerk 3600. Und hier ist eine Besonderheit, das gibt es nur an dieser Serie. Da läuft ständig der Motor, aber wir schauen uns erstmal kurz um. Das hier sind die zwei dynamischen Rauschminderungssystemkarten. Da ist ein dynamisches Rauschminderungssystem, was irgendwo zwischen Dolby B und Dolby C funktioniert. Das soll eigentlich irgendwo in der Richtung kompatibel sein. Da unten ist der große Aufnahme-Wiedergabe-Umschalter. Die Einstellung ist ein bisschen heikel, aber lösbar. Das Kabel und hier die Frontplatte, das ist die Anzeige. Ja, da gehen wir mal ein bisschen rum. So, und hier ist ja schon meine Bastelei. Das ist jetzt Balance und das hier ist rechts-links gleichmäßig aufdrehen. So, und jetzt gehen wir mal hier auf den Motor. Hier sieht man, dass die Schwungmasse, und die ist, das ist tatsächlich eine richtig große, dass die sich ständig dreht. So, und da haben wir ja hier logischerweise Netzschalter, Bandzählwerk. Das ist hier ein ganz normaler Trafo. In der Serviceanleitung steht sogar drin, dass der so ausgerichtet nach den geringsten Brummen ausgerichtet werden muss. Weswegen hier die Besonderheit ist, dass es den hier an dieser Schraube festgemacht ist, sodass man das gute Stück eben halt auch passend drehen kann, wenn der ersetzt werden muss. Ja gut, der Sicherungshalter ist jenseits von Gut und Böse, aber es funktioniert, das ist auch schon mal gut. Lang nicht mehr aufgemacht, die Kiste. So, hier stört es übrigens nicht. Man sieht es hier, dass das dynamische Rauschminderungssystem an ist. Der RVS, also Rauschverminderungssystem, und bildet gleichzeitig einen Schalter für das MPX-Filter. Damit wird ein 19 kHz-Ton ausgeblendet, den die UKW-Radiosender immer noch für den Stereoempfang aussenden. So, und da ist ja auch eine Kassette schon mal drin. Das, was ihr da hinten leuchten seht, gut, das funktioniert sogar noch. Das, was hier hinten zu leuchten so ist, das stammt hier übrigens aus einer HMK 100 Anlage. Das ist hier, da sieht man dann, dass alles besser. Aussteuerungsanzeige ist klar. Man kann tatsächlich hin und her spulen. So, das zu diesem Gerät. Natürlich habe ich hier eins dieser Vorgängermodelle noch. Da müssen wir mal ganz schnell mal gucken. Das Laufwerk ist natürlich kompatibel. Das von den allerersten Geräten kann nicht eingebaut werden, muss ich gleich dazu sagen, weil da war der Motor noch fest an den Auslöser. Das ist das, was wir jetzt hier gesehen haben. Da ist der Motor am Ausleger dran. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen umstecken. So haben wir es. So, und hier ist übrigens auch die große Schwungmasse drin, aber hier läuft der Motor nicht ständig und das ist nicht zu. Das ist jetzt hier, wie gesagt, am Anfang besser zu hören. Warte mal, also dass er eben halt das Anjaulen hat, weil erstmal die Schwungmasse eingetrieben werden muss. Aber dafür hat er etwas bessere Gleichlaufeigenschaften, eigentlich genau die gleichen wie der 6131.
Dieses Kassettendeck dient mir ja nur noch als Zuspieler für ein KC85, wenn alle Stränge reißen. So. Enter. Ja. Geht ein bisschen schwer, aber es macht nichts. In der Konzeption muss man dazu sagen, es gab auch ein passendes Radio zu dem Ding. Das hier ist, ist ein Hochpegeleingang für Schallplattenspieler teilweise, weil die zu der Zeit meistens alle ein Dings hatten, ein Entzerrverstärker. Das ist hier dann der normale, wo das normale Radio angeschlossen wird. Ich habe hier nur ein Kabel angefertigt, was mir die Musi auf dem PC dann bringt. Ja, klar. So, ich hätte es auch weiterführen können. Das Kabel hätte mir noch das Ganze richtig in Stereo auslegen können, aber also ich spreche hier nicht in Stereo, sondern in raus und rein sozusagen. Und somit hätte ich dann auch die Möglichkeit gehabt, auch auf dem Kassettendeck aufzunehmen vom Computer. Aber das war nicht nötig.